So, hallo zusammen. Hier ist wieder der Sarge. Wir spielen Risen 1. Ja, es ist viel passiert. Ich dachte, wir wären jetzt so langsam am Ende angekommen, aber nein. Ja, der Inquisitor Mendoza hat sich dort durch das Tor geschlichen und meint jetzt, er könnte den Titanen, den Feuertitanen kontrollieren. Dem ist nicht so. Das hier, der Ursigur, das ist der Geist von dem letzten Titanenlord, der diesen Feuertitan tatsächlich eingesperrt hat. Und der sagt, mach dir keine Sorgen um den Inquisitor, der ist eigentlich so gut wie tot. Das Problem ist eigentlich der Feuertitan, denn der wird die Welt mal ebenso vernichten. Ja, da habe ich gefragt, ja, was machen wir dagegen? Da sagt er, ja, du musst zum Titanenlord werden. Ja, wie werde ich das? Ich brauche Titanrüstung, ich brauche das Titanschwert, ich brauche richtig gut Skills und dann kann ich ihn im Kampf besiegen. Alles klar, gut. Wenn das so einfach ist, wie es sich anhört, dann bin ich dabei. Gut, mir bleibt eh nichts anderes übrig. Also, der erste Schritt ist, ich soll aus seinem Sarg eine Rune holen. Mal sehen. Da haben wir sie schon. Aha, okay. Also das Ding brauche ich wohl, um. Okay, das Ding brauche ich wohl, um diese Barrieren zu vernichten, die ich bisher nicht vernichten konnte. Mit den Spruchrollen, die ich in der Tasche habe. Aber irgendwie, mein magisches Kraftfeld zerstören. Moment mal. Magische Barriere zerstören. Okay, alles klar, das ist nicht das Gleiche. Das können wir uns aber schreiben. Genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal schauen. Da, Titanrüstung. Testkarte. Ah ja, alles klar. Alles klar. Verstehe. Gut. Das heißt, da muss ich hin, die fünf Teile. Erstmal sollte ich. Was wollen die eigentlich, die Ich Teile? mach dich Oh. kalt. Okay, die sind noch aggro. Okay, das habe ich jetzt vergessen. Die sind natürlich noch aggro, weil der Inquisitor hat gesagt, hier, tötet ihn, Jungs. Ja. Gut, da hat er noch nicht gewusst. Mit wem er da redet. Ja. Alter, ist das bis hierhin geflogen oder was? Gut. Alles klar, da mache ich die Jungs noch gerade fertig. Kann ich eigentlich mal ein bisschen so machen. Aber jetzt richtig Damage. Du hast keine Chance gegen uns. Ach, ist das so? So, puh. Das war jetzt aber doch knapper, als ich dachte. Was hat der dabei gehabt? Gerichtsstab. Stabile Axt. Sind da noch mehr Kollegen am Start? Ah, da hinten. Okay. Die werde ich später machen oder jetzt? Ja komm, was soll's, die machen wir jetzt schnell. Nehmen wir ein bisschen Heiltrank. Essen ein paar Brötchen. So, das muss langen. Mal sehen, ob ich zwei Schuss drauf kriege. Den schnappen wir uns! Bleib stehen!
Okay, und noch ein, komm schon. Au! Genau so läuft es. So, und der andere hat sich schon anders überlegt, oder was? Echt jetzt? Hat sich's echt anders überlegt. Oh, Ash, der hat einen Namen. Will der wirklich kämpfen? Willst du es wohl doch wissen? Okay. Der ist gar nicht so schlecht, der Typ. Was ist mit dem los? Ja. Alter, der ist aber gar nicht so schlecht. Ash. Da macht er keinen Schaden, ne? Ich bin halt schon gut equipped und meine Waffe ist Bushakalaka. Rittler. Sind da noch mehr Kollegen da draußen, die ich wegmoschen muss? Nee, ich glaube, das war's. Okay, dann werden wir jetzt als erstes mal zu dem Eldrick porten. So. Mal das Gesicht waschen. Ja, schlafen können wir dann mal. So, jetzt gehen wir mal mit dem. Okay, will er nicht. Sie hat auch nichts, obwohl können wir hier bei ihr mal. Was hast du zu verkaufen? Weil so viel Gold haben wir jetzt nicht gerade. 70 Schaden ist echt nicht schlecht, aber der Witzenstab sagt Ringe. Dann da irgendwo wertlose Ringe. Ne, hat sie Fläschchen oder so vielleicht? Hat Bolzen. Bolzen kaufen wir mal alle. Weil die gehen langsam aus. So, den Kriegsbogen. Geschicklichkeit. Schade, der macht 70 Schaden und meine Armbrust macht 75, also so viel besser ist die Armbrust jetzt nicht mehr. Aber gut, so, alles klar. Die Tasche ein bisschen leerer. Dann gehen wir mal zum Eldrick. Und dann können wir eigentlich auch gleich noch, wenn wir mal schauen, das obere Ding machen, da wo wir nicht weitergekommen sind. Vorher brauchen wir natürlich noch die Spruchrolle, die müssen wir uns auch noch machen. Ja, das kriegen wir schon hin. Also, wir haben jetzt einiges zu tun, es ist noch lange nicht vorbei. Es ist zum einen gut, zum anderen muss ich sagen, ich freue mich schon so auf den zweiten Teil, aber das machen wir erstmal zum ersten. Weil wir werden zum Titanenlord, das ist auch nicht schlicht. So, Kollege, was hast du zu sagen? Da bist du ja wieder. Was hast du mir zu berichten? Viel. Der Inquisitor will die Insel vernichten. Nun, seine Ziele sind nicht leicht zu verstehen, aber warum sollte er das tun? Der Inquisitor ist durchgedreht. Warum? Was ist passiert? Mendoza hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien. Titan? Eingeschlossen? Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Dafür haben wir keine Zeit. Dann erzähl mir nur das Nötigste. Im Tempel ist ein Feuertitan gefangen und Mendoza will ihn befreien. Wenn das geschieht, wird die ganze Insel untergehen. Sie wird verbrennen. Gut, soweit kann ich dir folgen. Wie willst du das verhindern? Ich brauche die Rüstung von Ursigor.
Das ist der Titanenlord, der den Titan im Tempel eingesperrt hat. Nur mit dieser Rüstung kann ich den Titan besiegen und ihn wieder einsperren. Wo ist diese Rüstung? Hier auf der Insel. Sie ist in 5 Priestergräbern der Echsen versteckt. Ich kann dich auf deiner Suche nicht unterstützen, aber ich habe hier ein paar Schriftrollen, die dir helfen werden. Du solltest zu mir zurückkommen, wenn du die Rüstung gefunden hast. Alles klar. Eile und Verwandlung in Aschebestie, okay. Okay, aber Aschebestie brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Mache ich noch ein Nickerchen? Nee, ich brauche vorher brauche ich dringend Schriftrollen. Und die kann ich eigentlich nur in der Vulkanfestung. Na, wo ist es denn? Da. So, schreiben wir mal ein paar Schriftrollen der Barrierenvernichtung. Wir brauchen ja insgesamt 5, zumindest 5. Mach erstmal 5. Wir können ja jederzeit über. Alter, ist es dein Herz? Das ist dein Ernst. Ja. Sie haben die Vulkanfestung eingenommen. Ja. Alter. Das war jetzt aber ein harter Kampf. Muss ich mir das antun? Ich wollte ja eigentlich noch ein Nickerchen machen vorher. Wir warten bestimmt noch mehr. Ah! Der hat gewonnen, okay. Okay. Der hilft mir doch bestimmt, wenn ich den jetzt anlocke. Was ist das denn da hinten? Carlos, okay. Du entkommst uns nicht! Oh, schade. Oh, nein, ne? Hier muss irgendwo ein Nest sein. Das so, ging schnell. Das war meine XP. Wir sollen mir nicht die XP klauen, dann sollen wir ja nur helfen, die zu finden. Ist auf jeden Fall noch mehr hier unten. Ist da noch was? Ach. Da er. Ich, oh, er hat ihn besiegt, echt jetzt? Und ein Rekrut, okay. Schade. So, Cyrus. Okay. Ich habe hier eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Aha. Zeig doch mal. Interessant. Eine solche Rune habe ich noch nie gesehen. Bring sie zu Meister Illumar. Er soll ein paar Spruchrollen davon herstellen. Ja, klar. Lass uns handeln. Ja, das sind alles nur Zauber. Aber da wir keine Siege haben, und er mir nicht beibringt, Zauberer zu werden, können wir damit gar nichts anfangen. Alter, hier sind auch schon ein paar getötet worden. Ist echt schade um die Leute. Dann halt. Illumar. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Ah, eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Exakt. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Mach das. Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Gut, hier sind die Spruchrollen. Wie viel hat er denn gemacht? Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Alles klar. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen.
Wie du willst. Hier, nimm deine Rune. Du wirst sie brauchen. Alles klar. Ich brauche Spruchrollen. So, ja, ich hätte die Rune vielleicht doch ihm behalten lassen sollen. Gut, ich kaufe jetzt erstmal ein paar Spruchrollen. So. Alles klar, dann. Was? Gut, dann. Wie viel Geld habe ich denn jetzt gerade? 1300. Gut, schauen wir mal. Magische Barriere zerstören. Okay, 22. Kann ich herstellen. Ich brauche aber wahrscheinlich wirklich nur 5. Okay, aber davon brauche ich noch ein paar. So. Fertig. Dann werde ich mir noch ein paar machen, zum Beispiel Inferno, Hauer. Aber ich glaube, Berserker könnte nicht schaden. Das könnte nicht schaden. Okay, dann brauche ich mir davon noch 5. Noch 5 von Schutz. Gute Arbeit. Alles klar. Das sieht gut, gut aus. Dann müssen wir jetzt mal gucken, können wir jetzt hier irgendwo schlafen? Ich brauche auf jeden Fall jetzt ein Bettchen. Ich meine, da unten war doch ein Bett. Mal reden wir noch mit dem Kollegen. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Nee, eigentlich nicht. Ja. Es ist jetzt nicht die Zeit für lange Erklärungen. Dann sag mir nur, was mit Mendoza ist. Er ist unten im Tempel und befreit den Titan. Ich muss ihn aufhalten, sonst wird er die ganze Insel zerstören. Alles klar. Was? Alles klar. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Okay, ja, super. Na gut, ist besser als nichts. Dann wollen wir mal schauen. Machen wir ein Nickerchen erstmal. Erstmal ein schönes Nickerchen. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Also bis Mittag. Haben wir jetzt bis Mitternacht oder bis Mittag geschlafen? Hoffentlich nicht bis Mitternacht. Okay, bis Mittag, okay. Alles klar, dann säubern wir erstmal den Vulkanfestung. Nimm dich in Acht. Rauskommen. Gut gemacht. So läuft das, Freundchen, ne? Die XP ist meine. So, jetzt schauen wir mal. Steht da draußen? Keiner.
Nee. Gut. Na klar, immer schön alles besuchen. Schaut da aus, okay, da ist er, der Kollege. Waren wir gerade. Da ist auch nichts. Okay. Hier scheinbar sicher. Was kannst du mir beibringen? Nee, waren aber euch wirklich nicht. Was machst du hier? Ich wollte nur schnell was fragen. Du versteckst, versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William, auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Das ist schon mal ein Anfang. Pass auf dich auf. Alles klar. So, jetzt hören wir sie knurren. Das bedeutet, irgendwo ist hier noch einer. Aha. Oho! Da haben die Rekruten ja einigermaßen gute Arbeit gemacht. Erstmal looten die Brüder. Nun? Naja, er hat nichts zu sagen. Hier liegen alles tote Rekruten, aber er hat nichts zu sagen. Alter. Und dann einfach den Schmied noch zernichtet. Ah, da hinten ist einer. Ach, das ist er, okay. Alter, jetzt hör mal auf. Okay, das sind anscheinend noch mehr auf dem Friedhof. Hexenschwert. So. Dann er hier. Leider tot. Aha. Auf. Alter. Wenn ich so gut gerüstet wäre, dann wären die echte Probleme. Oh, da ist ja noch einer. Ja. Ja. So läuft es. Schön abwarten. Die schon gehabt? Ich glaube schon, oder? Ja. Gut, sind sie jetzt noch hier unten drin? Das ist die Frage. Speichern wir mal und schauen wir mal hier kurz rein. Ich weiß nicht, haben die einen Grund hier zu sein? Glaube nicht. Ah, da ist einer. Hätte das gedacht. Standhafter, echt jetzt. So läuft es, Echsenschwert. So, jetzt können wir auch mal wieder einen Trank nehmen und ein Fleischbrötchen essen und das abspeichern und mal gucken, warum der denn hier unten überhaupt
will der denn hier unten überhaupt? Und? Ich höre ja doch was. Hier ist doch irgendwas. Hier, die hatten wir schon angeschaut. Die ist schon leer. Ja, es müsste so einen Zauber geben, Geheimtüren entdecken. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Hier muss doch irgendwas sein, irgendwas übersehe ich hier. Hier raufsetzen. Ist das ein Schalter? Damit muss ich wohl leben, dass ich hier irgendwas übersehe. Das habe ich schon gelesen. So enden wir alle mal. Naja. Na gut. Schauen wir mal, ob ich hier nicht mal den Rest befreien können. Jetzt schauen wir noch ganz schnell bei den Schwertern. Ist aber vorhin noch irgendwas gelootet? War das irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. So. Okay, hier war ich schon. Wo kommen denn die Geräusche her schon wieder? Da nicht oben anspringen? Komm schon. Gehen wir oben ran. Irgendwo hier sind doch. Ah, da. Ich helfe dir. Na, also. Ja! Das ging schnell. Ja, der richtige Schlag zur richtigen Zeit. Alles klar. So, jetzt hat. Jetzt habe ich die Dinger. Jetzt werde ich mal gucken, habe ich denn da oben eine. Ja. Das ist die östliche Vulkangrotte. Da muss ich hin. Ja, dann porten wir doch da mal hin. Östliche Vulkangrotte. Da. Auf geht's. Rein. Genau, hier war die Barriere, die wir nicht beseitigen konnten. Hier mittlerweile irgendwelche Viecher hergekommen. Dürften eigentlich nicht. Wobei die Echsen sich ja ausbreiten. Kann also sein. So, und da wäre sie, die Barriere. Hier gibt's nichts zu holen. Und die werde ich, ratet mal, beim nächsten Mal aufmachen. Also bis dahin sage ich Tschüss.